Gut. Schön, dass es euch hier hingetrieben habt. Ihr habt gehört, was da schon wieder an dunklen Migrationswolken am Horizont der Joomla-Welt aufzieht. Ich bin hier, um zu versuchen, euch die Angst zu nehmen vor diesem Migrationsthema, vor den Umstellungen oder euch zumindest Hilfestellung zu geben, an die Hand zu nehmen, euer Leben ein bisschen leichter zu machen. Bevor wir da ins Eingemachte gehen, stellen wir erstmal die aller offensichtlichste Frage, die auch die Jungs eben dezent ausgelassen haben, nämlich warum? Warum tut das immer alles so weh? Warum kann das nicht einfach ein Update-Knopf sein? Danach ist alles noch genauso cool wie vorher. Ist ja oft der Elefant, der bei dieser Fragestellung quasi im Raum steht. Weil andere schaffen das ja auch, ne? Also ich hab noch aus der WordPress-Welt keinen Jammern hören, dass diese blöden Migrationen alle so furchtbar kompliziert sind. Wir bewegen uns da am Ende des Tages tatsächlich so ein bisschen in so einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite haben wir den Ansatz, den es in IT-Zeiten damals früher auch gab, nämlich am liebsten ein System, was einmal steht, nie wieder anfassen zu wollen. Never change a running system. Kunde hat einmal bezahlt, Kunde ist glücklich, wenn er dann fortlaufend Wartung einwerfen darf, aber keine großen Änderungen, keine großen Kosten. Das ist ein Ansatz, der ist offenkundig sehr attraktiv für den Massenmarkt und deswegen auch der Ansatz, den zum Beispiel die Marktbegleiter aus der WordPress-Szene verfolgen. Und das Gegenfeld, das Gegenextrem dazu nennen wir Entwickleridioten den Bleeding Edge Approach, also Bleeding Edge, ne, so die Klinge, die gerade blutig ist. Man ist ganz vorne dran, nutzt die allerneuesten verfügbaren Technologien. Das ist etwas, das ist für Entwickler attraktiv. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wir haben jetzt in den letzten Jahren ein paar Entwicklerkollegen eingestellt, jüngeren Baujahres, wenn in der Entwicklungswelt irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird, stehen die sofort vor mir und sagen, ja, können wir im nächsten Projekt BAN machen? Können wir mal was mit Python machen? Können wir mal Dings und Bums und Go und überhaupt? Die haben da Bock drauf. Und das ist im Kontext von Joomla eine besondere Herausforderung, das zu tun oder diese Abwägung zu machen aus zwei Gründen. Zum Ersten ist dieses Thema Massenmarkt, wenn wir mal ehrlich miteinander sind, eigentlich besetzt? Also ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen, aber als ich das letzte Mal in die Statistiken geschaut habe, hatte WordPress in diesem Marktumfeld, über das wir reden, den Massenmarkt, Faktor 30 das Volumen, was Joomla hat. Da geht es um andere Budgets, um eine andere Reichweite, um eine andere Marketingmacht. Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, hi, wir sind Joomla. Wir wollen da auch mitspielen. Ich weiß nicht, ob das der vielversprechende Approach ist, um das mal freundlich zu sagen. Das ist das eine Thema. Also ist das überhaupt ein lohnenswertes Modell? Und das andere Thema mit den jungen Entwicklern. Joomla hat eine Besonderheit auch im Vergleich zu vielen anderen Content-Management-Systemen, die es da so gibt, dass wir als Projekt komplett volunteer-driven sind. Also jede Zeile Code, die in diesem CMS landet, hat irgendein armer Schlucker oder irgendeine arme Schluckerin in der Freizeit in dieses CMS reingebastelt. Und mit diesem Thema im Hintergrund muss man sich sehr gut überlegen, diesen Never Change a Running System Approach zu verfolgen, weil, um ganz ehrlich zu sein, das macht als Entwickler keinen Spaß. Wenn ich meine Freizeit vor Augen habe und habe die Option, in altem Code rumpopeln oder coole neue Sachen machen, meine Entscheidung ist dann klar. Um das zu unterstreichen, gab es vor ein paar Jahren eine Umfrage, gibt es einmal im Jahr Stack Overflow als große Plattform für so Entwickler. Ich habe hier so ein technisches Problem, Fragen. Die machen einmal im Jahr eine Umfrage und da gab es witzigerweise zwei Fragen, wo WordPress gewonnen hat. Die eine Frage war, mit welcher Technologie verdiene ich mein Geld? So im Content-Management-Bereich haben WordPress das mit großem Abstand angeführt. Und die andere Frage war sinngemäß, in welchem Bereich habe ich am wenigsten Spaß am Programmieren? Und auch da hat WordPress gewonnen. Also das macht man als Entwickler nicht, weil das schön ist, weil man damit so schön arbeiten kann, weil das eine attraktive Codebase ist. Man macht das einfach nur, um die Miete zu bezahlen. Und in der Situation sind wir in Joomla nicht. Wir können uns diesen Approach deswegen nicht leisten. Das andere Extrem können wir uns aber auch nicht leisten, sind wir auch ehrlich, ne? Das haben wir auf die harte Tour gelernt, dass wenn die Sprünge zu groß sind, das auch nicht funktioniert. Deswegen diesen Balanceakt zu gehen, gerade so progressiv genug zu sein, um relevant zu bleiben, aber
gerade unprogressiv genug zu sein, damit auch die Userbase noch mitkommt. Das ist wirklich ein Balanceakt und der ist in der Vergangenheit, muss man sehr ehrlich sagen, manches Mal auch daneben gegangen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Kollegen aus der Entwicklungsabteilung, ich habe mit dem Tagesgeschäft Entwicklungskrams weniger zu tun, das deutlich besser verinnerlicht haben als noch vor ein paar Jahren und deswegen auch dieses Thema Kompatibilitäts-Plugin, Release-Zyklen, ELTs und Co. jetzt stärker auf dem Schirm haben. Das als Satz vorweg, damit ihr einmal die Grundproblematik versteht, weil das ist von außen betrachtet, fragt man sich, ob die bei Joomla eigentlich noch alle Latten am Zaun haben. Was bedeutet das konkret, wenn wir sagen, da in Joomla, das muss progressiver werden? Das bedeutet, dass irgendjemand im Joomla-Projekt in den Production-Teams, also die den Code machen, entscheidet, dass da eine Funktion, ein Stückchen Code, eine Datei, eine Klasse, irgendwas in dieser Codebase ist, wo man eigentlich sagt, das sollte nicht mehr so sein. Das muss weg. Und wenn diese Entscheidung getroffen wird, dann wird diese entsprechende Stelle als deprecated markiert, also als veraltet. Und der aktuelle Modus ist so, dass wenn zum Beispiel, wie bei diesem Beispiel hier, eine Datei in 4.3 als deprecated markiert wird, dann ist sie in Version 5 noch unverändert da und wird erst in Version 6 entfernt. Und wenn wir jetzt eben uns vor Augen führen, 4 Jahre Release-Zyklus hat so eine Version, so eine 4.3, glaube ich, ist vor einem Jahr erschienen. Wenn wir das mal so grob überschlagen, dann sind es 5 Jahre Zeit. 5 Jahre Zeit, die man als Entwickler, Seitenbetreuer und insbesondere Extension-Entwickler Zeit hat, um seinen Code an diese Änderung anzupassen. In aller Regel steht da auch nicht nur wie hier, wird entfernt, sondern da steht zumindest manchmal, meistens, wenn es gut läuft, steht da auch eine Alternative drin. Also benutzt besser das und das. Also es ist im Grunde genommen eine lösbare Aufgabe. Und dadurch, dass diese Datei sowohl in 4.3 als auch in 5.0 da ist, habe ich vor allen Dingen auch weiterhin die Möglichkeit, eine Extension zu bauen, die mit beiden Versionen funktioniert. Die Möglichkeiten sind da und theoretisch hat es auch genug Zeit, um da hinterher zu kommen. Für den Core ist das natürlich trivial. In dem Moment, wo jemand das als deprecated markiert, wird es im Core entweder nicht mehr genutzt oder jemand macht das in 5.0 dann mal ganz entspannt. Das ist übrigens das, was Harald jetzt, dieses BC-Plugin, von dem wir die ganze Zeit reden, ist im Grunde genommen alles, was in 4.x als deprecated markiert worden ist, hat man in dieses eine Plugin reingehauen. Das heißt, das ist in diesem Plugin noch da, im sonstigen Code aber nicht mehr. Man kann quasi alles, was entfernt worden ist, an- und ausschalten. Das ist dieses Plugin. Jede Änderung am Core wird auch immer so gemacht, dass es die Migrationsstrategie gibt. Deswegen sind Core-Migrationen unproblematisch. Wenn es in Richtung Erweiterung geht, muss man sehr ehrlich sein, da seid ihr wie vor Gericht und auf See quasi in Gottes Hand. Es gibt in meiner Wahrnehmung 2 wesentliche Problemstellen bei den Extensions. Nein, machen wir mal 3. Die eine Kategorie sind Extensions, die schlicht und einfach nicht mehr weiterentwickelt werden. Also wenn es das einfach nicht mehr gibt, dann macht auch keiner die notwendigen Anpassungen und dann steht ihr genau vor der Problematik, die es da manchmal gibt. Die zweite Kategorie von Erweiterungen, die Probleme machen oder für die diese Umstellungen schwieriger sind, sind Erweiterungen, die zu einem frühen Zeitpunkt sich sehr bewusst dazu entschieden haben, am liebsten alles zu unterstützen. Von Joomla 1.5 bis Joomla 4.0 und am besten auch noch WordPress dazu. Ja, da gibt es ja so eine Handvoll. Damit die das überhaupt können, fangen die irgendwann an, quasi ihre Schicht von Erweiterung zu haben und dann kommt ein Adapter für die Joomla-Version, ein Adapter für die Joomla-Version und noch 3 andere Sachen dazu, damit das alles irgendwie läuft. Das heißt, so eine Erweiterung, anstatt dass sie schlank optimiert ist auf die jeweilige Joomla-Version, fängt irgendwann an, so einen riesen Rucksack an Adaptionen hinter sich herzuschleppen. Und dann ist auch eine Adaption für noch eine Joomla-Version irgendwann mit nennenswertem Schmerz verbunden. Deswegen, ich habe ein Stück weit Verständnis, warum das dann manchmal länger dauert. Und das dritte Thema, was dann weniger ein technisches, sondern eher so ein wirtschaftliches ist, ist, dass es eine, wie nenne ich das jetzt, so eine Art Konsolidierungsbewegung gibt. Ne? Also für einige Entwickler, die insbesondere in der Vergangenheit kommerziell Erweiterungen entwickelt haben, ist es eigentlich nicht mehr wirtschaftlich, zumindest nicht mit diesem Preisgefüge, das sich irgendwann etabliert hat,
nennenswert Zeit in ihre Erweiterung zu investieren. Wenn ich sage, ich verkaufe eine Erweiterungslizenz für $25 pro Jahr und das ist ein riesen Dickschiff an Erweiterung, dann ist klar, bei der teilweise schrumpfenden Userbase, dass gar nicht die Kohle da ist, um diese neuen Adaptionen mitzumachen. Das heißt, anstatt dass man als Entwickler ordentlich seine Hausaufgaben macht, diese ganzen Deprecation Notices durchgeht, wird immer gerade so viel rumgefummelt, dass es irgendwie noch unter der neuen Version läuft. Und dieser Ansatz, das gerade irgendwie lauffähig zu kriegen, funktioniert in der Regel noch für genau die nächste Joomla-Version, aber danach ist auch Ende im Gelände. Es gibt tatsächlich, wir Entwickler haben da einen eigenen Begriff für, das ist Technical Debt, also Schulden technischer Natur, die man da so aufhäuft. Wer die immer weiter aufhäuft, muss dafür irgendwann wirklich auch Zinsen zahlen. Das ist die Problematik, die es da gibt in der Erweiterungswelt. Jetzt aber mal ans Eingemachte. Wie funktioniert das mit der Migration? Erste und wichtigste Regel: nie eine Live-Seite migrieren. Ich habe das schon gemacht, auch öfter, es funktioniert auch, aber also ist wirklich nur was für die ganz Mutigen, würde ich mir gut überlegen, das im größeren Stil zu tun, insbesondere bei Seiten, die mehr als das Standard-Template benutzen. Also macht da ein schönes Backup von, spielt das auf einen Entwicklungsserver. Offensichtliches Problem, was ihr insbesondere habt, wenn das größere Seiten sind, wo noch irgendwie externe Redakteure oder sowas dran sind, ne, ihr macht die Kopie, macht daran die Migration. Was ist denn, wenn die Redakteure in der Zeit weiterarbeiten? Ja, schwierig. Bitte? Oder irgendwas gebucht wird, wenn jemand einen Forenpost schreibt, wenn da eine Newsletter-Anmeldung reingeht, diese Thematiken. Wir haben tatsächlich so zwei Strategien, die wir in der Agentur verfolgen. Die eine Strategie, wenn es Dinge sind, die die Redakteure selber steuern können, also im Sinne von Inhaltsveröffentlichung, vereinbaren wir in der Regel so eine Art einwöchigen Content-Freeze. Also eine Woche bitte mal die Flossen davon lassen. Und wenn es dann doch irgendwas gibt, was in dem Moment veröffentlicht werden muss, dann schreibt es euch halt wenigstens auf. Also versuchen, den Migrationsprozess auf einen sinnvollen Zeitfenster quasi runterzudrücken und das dann durchzuziehen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, die eher so für dieses, da kommt dynamisch immer extern was rein, Gedöns funktioniert, ist dieses Einfrierfenster noch deutlich weiter runter zu drücken. Wir machen das so teilweise in 3-4 Stunden bei komplexeren Seiten. Funktioniert aber nur deswegen, weil wir die Kopie der Live-Seite nehmen, einmal quasi so eine Art Übungsmigration machen, also uns genau die einzelnen Schritte notieren, was ist zu tun, wenn Template-Anpassungen sind, die schon vorbereiten, die Extension-Pakete schon runterladen, die wir aktualisieren müssen und dann wirklich, ja, wie so eine Checkliste im Cockpit aufschreiben, was zu tun ist. Und wenn das vorbereitet ist, nehmen wir die Live-Seite in den Offline-Mode, machen die Kopie, machen daran die Migration, spielen das wieder zurück und dann ist es auch ein Zeitfenster, wo auch der gemeine Seitenbetreiber, der seine Seite für den Nabel der Welt hält, sagt, okay, 3 Stunden geht noch. Können Sie das auch nachts machen? Ja. Gerne, am liebsten. Genau, ja. Ich habe da noch einen ganz wichtigen Post, den poste ich immer Sonntagmorgen um 2. Können Sie dann 2.30 Uhr anfangen? Ja. Wenn ihr diese Kopie der Live-Seite gemacht habt, ist der erste Schritt aufräumen. Aufräumen bedeutet, mal relativ rigoros alles an Extensions rauszulöschen, was nicht mehr benutzt wird. Das klingt nach so einer Offensichtlichkeit. Die Praxis zeigt aber insbesondere, wenn wir Seiten migrieren, wo der gemeine Seitenadministrator das vorher in Eigenregie betrieben hat, dass das durchaus ein relevanter Schritt sein kann. Ja, bitte? Also für die Aufnahme die Frage war, was macht man mit schlechten Extensions, die sich nicht gescheit deinstallieren lassen? Du musst zwei Szenarien unterscheiden. Das eine, was so eine Extension hinterlassen kann, sind Datenbanktabellen. Das fällt in die Kategorie unnötiger Speicherplatz, ist für die Migration aber letztlich irrelevant. Nerviger sind Extensions, die du wirklich noch im Dateisystem rumfliegen hast. Da gibt es noch den Ordner so und so. Und dann wählst du die in der Liste aus, drückst auf deinstallieren und es kommt eine Fehlermeldung. Trick 17 in
aller Regel diese Extensions, die beim Deinstallieren eine Fehlermeldung werfen, haben immer irgendwie so, das heißt dann install.extensionname.php, script.php, die liegt im Administratorordner der jeweiligen Komponente oder des Plugins, des Moduls, also müsst ihr mal auf die Suche gehen. Diese Script-Datei ist dazu da, dass man als Erweiterungsentwickler Joomla sagen kann, bei der Deinstallation, liebes Joomla, führe bitte noch die folgenden Extra-Schritte aus. Und es gibt Erweiterungsentwickler oder gerade ich habe meine Seite von 1.5 auf 2 migriert und die Erweiterung ist mitgekommen, dann kann es sein, dass dieses Skript, dieses Deinstallationsskript nur unter 1.5 funktioniert und in 2x und den Folgeversionen nicht mehr läuft. Einfache Variante, benenn diese Skriptdatei um. Joomla wird bei der Deinstallation dann versuchen, die Skriptdatei aufzurufen, die ist aber nicht da und dann spielt Joomla den normalen Deinstallationsprozess durch und löscht das Ganze. Ist ein relativ einfacher Workaround für dieses Problem. Genau, was ihr neben dem Extensions-Lehren rauswerfen noch machen solltet, ist vor allen Dingen auch mal gucken, was ist noch an Trashed Items, also an Items im Papierkorb, schmeißt das auch alles mit raus. Das macht einfach die Folgeschritte ein bisschen angenehmer. Also einmal Aufräumaktion, Frühjahrsputz. Nächster Schritt, ihr müsst den Update-Server umstellen. Dafür geht ihr in die Einstellungen von der Joomla-Update-Komponente, also Komponenten, Joomla-Aktualisierung, oben rechts auf Optionen und da findet ihr die Auswahl des Aktualisierungsservers. Der steht standardmäßig auf, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wahrscheinlich Standard. Sehr gut. Sehr guter Name, Stefan, vielen Dank. Und den Update-Server, den ihr dort wählen wollt, ist dann der Update-Server Joomla Next. Da habe ich übrigens, da können wir vielleicht mal irgendwann über die Benennung reden. Unwahrscheinlich, gut, okay. Aber da vielleicht sowas wie Next Joomla-Version oder sowas, genau. Wenn ihr das gemacht habt und diese Umstellung gemacht habt, dann springt der Joomla-Updater in einen besonderen Modus, der euch erlaubt, die bevorstehende Migration einmal zu prüfen, der Pre-Update-Checker. Das ist ein Tool, ja bitte? Käme ich jetzt zu. Genau. Also die grundsätzlich erstmal zum Tool. Das Tool ist so eine Art Hilfsmöglichkeit, um für euch ein Gefühl dafür zu kriegen, wo noch Hausaufgaben zu erledigen sind, bevor ihr auf den großen Update-Knopf drücken könnt. Ist ein Tool, das der Tobias Zulauf auch aus der deutschsprachigen Community mal eingebaut hat und der in einige große Kategorien eingeteilt ist, die wir gleich noch durchgehen. Wichtiger Hinweis vom Florian. Es kann sein, dass ihr dieses Ding hier nicht seht, sondern da steht dann sowas wie, es wurde keine Aktualisierung gefunden. Wenn das ist, über das Verhalten kann man tatsächlich streiten, wenn das so ist, dann ist das deswegen so, weil euer Webspace und insbesondere die Version von MySQL oder PHP nicht die Mindestanforderungen der kommenden Joomla-Version unterstützen. Das hängt damit zusammen, dass in diesem Update-Server hinterlegt ist, liebes Joomla 3, deine nächste Version wäre Joomla 4. Dafür brauchst du PHP so und so und MySQL hast du nicht gesehen. Und das Joomla 3 prüft, habe ich diese Datenbankversion, habe ich diese PHP-Version? Und wenn nicht, dann verwirft er diesen Eintrag. Also dann geht er davon aus, es gibt ja gar kein Update für mich. Ist wahrscheinlich von der Usability her optimierungswürdig, aber ja, Stefan? Also für Aufnahmen und hintere Reihen, das war der generelle Hinweis, beim Update von 3 auf 4 darauf zu achten, dass man das, was Joomla 4 so an Systemanforderungen unterstützt, PHP-Version, MySQL-Version, am besten schon ausreizt, weil Joomla 5 mit den Systemanforderungen nochmal hochgehen wird, sinnvollerweise. Und wenn man heute sein 4 schon auf dem neuesten verfügbaren Version laufen lässt, macht das den Schritt auf 5 etwas leichter. Dieser Pre-Update-Checker prüft ein paar grundsätzliche Bereiche. Das erste ist die Required PHP and Database Settings.
das sind Einstellungen, die Joomla 4 einfach unbedingt haben will und ohne dass die erfüllt sind, könnt ihr nicht updaten. Da geht es in aller Regel, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, tatsächlich um die PHP-Version, weil wenn eins von den anderen nicht erfüllt wäre, dann würdet ihr diesen Screen nicht sehen, dann läuft Joomla 3 nämlich auch schon nicht. Aber das ist eher so ein Detail. Was da als Sondercheck mit drin ist, ist der hier unten, der bei mir jetzt auch gefailt hat, Database Table Structure Up-to-Date. Es gibt einen Check in Joomla 3, in jeder Joomla-Version, wo Joomla prüfen kann, ob bei den letzten Updates alle Datenbankänderungen ordnungsgemäß durchgelaufen sind. Und Joomla wird so lange das Update verweigern, bis es der Meinung ist, dass all diese Datenbank-Updates durchgelaufen sind. Wenn ihr wie bei meiner Installation hier eine Meldung bekommt, dass das nicht der Fall ist, könnt ihr auf Erweiterung verwalten Datenbank, glaube ich, hieß das oder sowas gehen. Da gibt es nochmal einen Knopf, um die ausstehenden Updates nachträglich durchlaufen zu lassen. Wenn da irgendwas auf Nein steht, dann ist das ein Blocker. Das kann man nicht ignorieren. Das muss man tatsächlich beheben, bevor man updatet. Der andere Part, die Recommended Settings, ist mehr so eine Art freundliche Empfehlung. Da sind sogar Empfehlungen, wo ich sagen würde, das ist für den Migrationsprozess den eigentlichen eher kontraproduktiv. Ganz spezifisch das Thema Display Errors. Joomla wird euch, weil es auf Produktivbetrieb ausgelegt ist, immer empfehlen, die Ausgabe von PHP-Fehlern zu unterdrücken, weil da stehen Pfade drin, ist alles ganz böse und gefährlich. Im Kontext der Migration wollt ihr aber Fehlermeldungen sehen, denn wenn ihr wieder erwarten bei der Migration in einen Fehler lauft und es ist einfach nur eine weiße Seite, dann ist es ein überschaubarer Informationsgehalt, um das im nächsten Schritt debuggen zu können. Das heißt, für die Migration insbesondere darauf achten, dass Fehler in Joomla ausgegeben werden, kommt aber auch gleich nochmal. Der andere Themenpart ist das Thema Extensions. Funktioniert unter der Haube so, dass ich als Extension-Entwickler in den Update-Server, wo Joomla nachgucken kann, welche Version von meinen Extensions gibt es denn, kann ich reinschreiben, welche Version von meiner Extension mit welcher Version von Joomla kompatibel ist. Und dieser Update-Checker liest sich alle Update-Server von allen Extensions durch und guckt, ob er eine Information findet, ob der Entwickler gesagt hat, läuft mit Joomla 4 oder läuft nicht mit Joomla 4. In diesem Beispiel, im Bereich Update Information Unavailable, ist es so, dass der jeweilige Erweiterungsentwickler diese Informationen nicht hinterlegt hat. Das bedeutet nicht, dass die nicht läuft in Joomla 4, das bedeutet nur, diese Information gibt es nicht. Und das heißt für euch leider manuelle Recherchearbeit. Plugin nachgucken, beim Entwickler nachschauen, ob er dazu eine Info rausgehauen hat, ob es mit Joomla 4 läuft und wenn ja, mit welcher Version. Ist leider manuelles Gefummel, lässt sich an dieser Stelle kaum vermeiden. Irgendwann hat man da auch ein bisschen Übung und Erfahrungswerte, aber ja, kommt man nicht drum herum. Was ich da nochmal eingekreist habe als besondere Geschichte, das werdet ihr auch sehen bei den Extensions, es gibt Erweiterungen, die besonders markiert sind mit Potential Upgrade Issue. Das klingt erstmal ganz furchtbar gefährlich. Warum ist das so? Diese Erweiterungen, das seht ihr auch bei den Extension Types, sind entweder Plugins oder es sind Pakete, wo Plugins drin sind. Plugins haben in Joomla eine besondere Rolle, weil es ein Extension-Typ ist, der unter Umständen bei jedem Laden einer Seite im Hintergrund geladen wird. Eine Komponente verhält sich anders zum Beispiel. Eine Komponente wird nur dann geladen, wenn man auf einen Menüeintrag hat, der auf diese Komponente zeigt und man auch wirklich da drauf ist. Das Gleiche ist es mit dem Modul. Ein Modul wird nur dann geladen, wenn es auf der aktuellen Seite auch eingebunden ist. Plugins werden unter Umständen immer geladen. Und immer bedeutet dabei, die werden auch geladen, wenn Joomla die eigentliche Migration durchführt. Also wenn ihr auf Joomla aktualisieren klickt, werden System-Plugins im Hintergrund mitgeladen und laufen mit. Und wenn genau dieses von diesen System-Plugins eins nicht mit der neuen Joomla-Version kompatibel ist, grätscht euch das bei der Aktualisierung dazwischen. Dann wird die neue Version ausgepackt, es kommt der Schritt, wo die ganzen Änderungen übernommen werden müssten und genau dann hebt das kaputte Plugin die Hände und sagt, oh Gott, ich habe gar nicht mit umgehen. Und dann bleibt eine kaputt migrierte Seite zurück. Deswegen ist unser Erfahrungswert tatsächlich der, dass wir unabhängig davon, was der Entwickler zum Thema Kompatibilität sagt, vor einer Migration relativ rigoros alle Drittplugins deaktivieren. Wir machen uns einfach eine kurze Liste, was war vorher aktiv. Das wird alles rigoros deaktiviert und nach der Aktualisierung erst wieder aktiviert, damit der eigentliche Migrationsprozess ungestört durchlaufen kann. Stefan. Ja.
Kontext, also erstens die Frage, zweitens der Kontext. Stefan hat darauf hingewiesen, dass bei den ersten beiden Einträgen, das ist das deutsche Sprachpaket, dass er diese Information nicht hinterlegen kann. Und warum sagt er das? Der Stefan übersetzt mit seinem Team die Joomla auf Deutsch. Also wenn ihr schon immer mal über einen Button gestolpert seid, wo ihr sagt, der ist aber komisch beschriftet, dann freut sich der Stefan über ein Bier und ein Gespräch heute Abend. Die Also die Frage ist, ob ein Plugin, was da nicht aufgeführt wird, den Migrationsprozess verhindern kann. Ja. In der Liste sind alle Extensions drin. Was sein kann, ist in so einem Fall wie hier jetzt bei einem Paket, da wird das Paket gelistet und nicht die Paketinhalte. Bei so einem Ding wie HikaShop, was 60, 70 Sachen noch nachinstalliert, wirst du hier einen Antrag für HikaShop haben und keine Kompatibilitätsinformation zu den Dingen, die in dem Paket drin sind. Ja. Okay, können wir uns nachher mal angucken. Ja. Ja. Der andere Part, neben Extension Update Information Unavailable Geraffel, ist der Part Update Required. Das sind Extensions, die muss man vorher updaten. Wer hätte das gedacht? Und der dritte Block, wo ich jetzt keinen Screenshot gemacht habe, ist der grüne Block mit Extension Ready to Go oder wie das beschriftet ist. Das sind die, wo der Extension-Entwickler sagt, in dieser Version wird das auch die Migration überleben. Der Elefant im Raum, den haben wir eben schon mal angesprochen. Was ist es denn, wenn es meine Extension für Joomla 4 noch nicht gibt? Ich habe da inzwischen eine klare Meinung zu. Joomla 3 ist end of life. Wenn ein Entwickler es bisher in diesem Zeitfenster nicht geschafft hat, seine Extension zu aktualisieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es in den nächsten 6 Wochen noch tun wird, relativ überschaubar. Das heißt, ich empfehle dann doch tatsächlich, mich nach einer entsprechenden Alternative umzusehen. Also eine Migration jetzt weiter nennenswert zu verzögern, weil man sagt, ich warte noch darauf, dass eine Extension kommt, ist in meinen Augen eine schwierige Argumentationsbasis. Das wird, glaube ich, im Regelfall nicht mehr passieren. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Ich glaube, die Joom Gallery hat irgendwas angekündigt, aber dann wird es auch schon eng. Ja, bitte? Ja, genau. J2 Store ist so ein Beispiel. Da, glaube ich, gibt es jetzt eine Joomla 4-fähige Version, die, ja. 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 Also es gibt da so ein paar Sorgenkinder. Ne? J2 Store ist so ein Beispiel, Seminarmanager, Joom Gallery, das sind so die, die mir häufiger mal begegnen. Bei J2 Store und Seminarmanager gibt es jetzt irgendwas hinter Joomla 4, aber bei beiden höre ich durchwachsenes Feedback. Joom Gallery, glaube ich, gibt es eine frühe Version, aber ja, genau. Also ne, diese Problemkinder sind da. Da ist zumindest auch noch irgendwie Bewegung und man liest was. Wenn es aber noch keine Bewegung gibt, ne, also seid euch darüber im Klaren, das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Extensions vorbereiten hatten wir gerade schon mal. Update-Checker durchgehen, Plugins deaktivieren, da wo es Sinn macht. Ein kleiner Sondertipp von mir. Es gibt von Akiba ein kleines Werkzeug, den Magic Eraser. Findet ihr unter github.com/akiba/Magic Eraser. Das ist ein Tool, das mein griechischer Lieblingsfreund erfunden hat, um hinter sich aufzuräumen, weil er über die Jahre mit dem Akiba Backup und hier ein Frontend-Framework und FOF und 50.000 Plugins ist in ganz vielen Bestands-Joomla-Seiten Code von Akiba, der schon seit teilweise Jahren nicht mehr verwendet wird, der es nicht mehr notwendig ist. Und das Magic Eraser-Ding ist eine Datei, wird über den normalen Erweiterungsinstaller hochgeladen. Das geht alles durch, was von Akiba installiert ist und löscht rigoros raus, was man nicht mehr braucht. Also wir machen das bei jeder Migration, es ist noch nie was kaputt gegangen, aber immer was gelöscht worden. Da sind tatsächlich wirklich einige Leichen im Keller. Stefan? Ja. 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 Möchtest du ein Mikrofon? Okay. Nee, wegen der Aufnahme. Also wenn du den Redeanteil beibehältst, dann spare ich mir wenigstens die Wiederholung.
Okay, cool. Der Stefan weist darauf hin, dass im Magic Eraser, wenn man den installiert, wird eine große rote Fehlermeldung geworfen. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Das erklärt er auch. Dieses Ding wird nicht dauerhaft installiert, sondern muss es nur einmal im Kontext von Joomla von diesem Installer zur Ausführung bringen. Der räumt auf und dann ist alles gut. gib mir mal ein Mikrofon jetzt. Ich werde so ausflippert dem cholerischen Delfin hier. Muss er einmal muten. Kurze Empfehlung zum Akiba Backup. Wenn ihr das installiert habt in der letzten 8er-Version in eurer Joomla 3 Installation, dann wäre meine persönliche Empfehlung, das nicht zu deinstallieren, sondern die Migration durchzumachen. Danach die 9er-Version von Akiba zu installieren. Da gibt es ein ziemlich cooles Feature, das nennt sich Migrate Settings. Alle Einstellungen, die ihr in der 8er-Version habt, werden in die 9er rüber migriert. Das heißt, wo werden die Backups abgelegt, was sind gegebenenfalls Credentials auf ein externes Backup-Volume etc. Und dann gibt es einen netten Knopf Uninstall Extension. Das heißt, er sucht dann aktiv die alte 8er, man kann die deinstallieren und man muss nicht in der 9er Version alle Sachen von irgendwoher sich aus der Zwischenablage kopieren, weil das immer wieder in dem Forum steht. Ja. Einfach den Weg gehen. Super. Unten drunter einmal draufdrücken, dann ist das Licht rot und gemutet. Ja, das war der Plan. Ich mache dir keine Illusion. Gut, Extension-Thema soweit durch. Jetzt gibt es noch so ein paar kleinere Switches, die sich bei uns bewährt haben. Check, dass der Debug-Modus aus ist. Der macht unter Umständen Probleme, weil er dazu führt, dass während dem eigentlichen Migrationsprozess noch so mehr Daten gesammelt werden. Dann läuft man leichter in Memory Limit und Timeout. Fehlerberichten auf Maximum anmachen in der globalen Konfiguration und Display Errors auf Anmachen. Und eigentlich Offensichtlichkeit. Ich würde empfehlen, das vielleicht nicht auf dem kleinsten Strato-Webspace auszuführen, sondern sucht euch einen gescheiten Webspace beim gescheiten Hoster mit großzügig dimensionierten Limits. Weil insbesondere der Part nach dem Entpacken von Joomla, wo alle Datenbankänderungen nachgezogen werden, der dauert durchaus einen Moment. Das kennt ihr von den Migrationen, wenn ihr schon mal eine gemacht habt, das ist die Gedenksekunde. Und wenn ihr einen Webspace habt, der genau in dem Moment in der Gedenksekunde ins Timeout läuft, dann habt ihr wieder einen Brief schwerer als Joomla-Seite produziert, dann ist nämlich die Migration nicht durchgelaufen, die Seite kaputt. An diesem Schritt macht nochmal ein Backup. Ihr habt gerade 10 Minuten eurer Lebenszeit damit verbracht, diese Instanz ordentlich vorzubereiten, die ganzen Settings gesetzt, aufgeräumt, Extensions aktualisiert und wenn es bei der Migration dann nicht durchlaufen würde, würdet ihr euch ärgern, wenn ihr das nochmal machen müsst. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein letztes Backup erstellen. Dann kommt die eigentliche Migration. Da gibt es eigentlich nur einen Knopf, nämlich irgendwie jetzt aktualisieren oder sowas. Da muss man nochmal durch 3 Reifen springen und 4 Checkboxes anklicken. Dann läuft der Balken durch, die Seite lädt einmal neu und dann ist alles toll. Nach dem Neuladen, also wenn die Migration durchgelaufen ist, müsst ihr zum ersten euch freuen. Zum zweiten mit den Nacharbeiten starten. Bei den Nacharbeiten bedeutet das insbesondere einmal Browser-Cache lernen. Gern gesehenes Problem, dass das Backend dann noch irgendwie zerschossen aussieht. Das hilft. Ihr müsst die Overrides prüfen, da kommen wir gleich zu. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Die Seite einmal durchklicken, Plugins wieder aktivieren. Wichtig ist, die alte Suchkomponente durch den Suchindex von Joomla 4 zu ersetzen. Weil die Suche, glaube ich, gibt es theoretisch als Paket für Joomla 4, aber um ehrlich zu sein, ist Suchindex in allen mir bekannten Belangen die bessere Extension, also wechselt ruhig. Und auch da bin ich ein gebranntes Kind, in Joomla 4 funktioniert das Routing, also die Art und Weise, wie URLs generiert werden, unter Umständen anders. Deswegen empfiehlt es sich, ein Tool wie zum Beispiel den Screaming Frog einzusetzen, über den ihr gerade da oben hättet hören können. Ein Tool, was einmal die gesamte Seite durchgeht und alle internen Verlinkungen prüft, weil die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest so 1, 2, 3 zerschossene Links dabei sind, ist durchaus gegeben. Und da hilft so ein Werkzeug einfach sehr. So, und jetzt machen wir etwas, was ich aufrichtig vorher nicht probiert habe. Wir migrieren jetzt einfach mal eine Seite von uns. Das machen wir mal gerade gemeinsam. Ich mache mal so, dass ihr sehen könnt, was ich sehen kann. Nee, ach Kacke, das war dumm. Moment. So, und jetzt bin ich genauso aufgeregt wie ihr. Ich habe mal ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe insbesondere mal eine Kopie meiner Live-Seite gemacht. Das ist in diesem Fall, wenn sie denn irgendwann, bin ich im richtigen WLAN? Bin ich.
wenn sie denn irgendwann laden würde, wäre das diese Seite hier. Relativ schlanke Joomla 3-Seite, Handvoll Extensions und ein Custom-Template. Und das werden wir jetzt einfach einmal ratzfatz migrieren auf meiner Entwicklungsinstanz. Wenn ich das Passwort denn wüsste. Noch 7 Minuten, ja, ich schaffe das. So, Schritt 1, was habe ich eben gesagt? Genau, erstmal aufräumen. Wir schauen mal, ob da noch irgendwas im Trash ist. Das ist tatsächlich auch so, die killen wir noch kurz. Bei den Extensions, dadurch, dass wir die Seite betreuen, bin ich mir an dieser Stelle relativ sicher, dass da keine ungenutzten Extensions drin sind, wäre aber jetzt der andere Part. Dann schauen wir einmal in der Com Joomla Update, stellen unseren Update-Server um auf Joomla Next. Und dann sollte er mir mit Anlauf ins Gesicht springen, was er auch tut. In diesem Fall, dass die Datenbankstruktur nicht auf dem neuesten Stand ist. Das regeln wir einmal kurz. Erweiterungen verwalten, Datenbank reparieren. Joomla glücklich. Ich auch glücklich. So, und dann kommt der Part mit den nicht verfügbaren Update-Informationen. Die gehen wir jetzt einmal kurz durch. Und zwar, die beiden Sachen hier sind von Akiba. Das heißt, bevor wir uns damit weiter beschäftigen, rutschen wir da mal mit dem Magic Eraser drüber. Na komm. Unter der eben gezeigten URL, wenn es denn dann laden würde, gibt es ein entsprechendes Paket zum Runterladen. Das ist eine ZIP-Datei, die laden wir runter, die laden wir hoch. Da gibt es eine große rote Fehlermeldung, also nicht rot, aber eine Warning. Und dann seht ihr hier auch, was der alles wegdeinstalliert hat in der Seite, die eigentlich perfekt funktioniert. Ist doch eine recht komplexe Liste. Dann schauen wir nochmal in die Prüfung, was jetzt noch zu erledigen ist. Das ist dann schon mal zusammengedampft. Da ist die deutsche Sprachdatei für Akiba drin. Da weiß ich, die überlebt das. Könnten wir aber auch rauslöschen, ist egal. Der Akiba Strapper überlebt das Update. OSMap ist hier in der Version installiert, die kompatibel ist. Die deutsche Sprachdatei kann das. Unser Template wird das Backup überleben, das Update überleben. Die Formularkomponente, die wir da drin haben, wird das überleben. Das Sprachpaket sowieso. Und das einzige Sorgenkind, das jetzt hier auch markiert ist, ist der Kick Consent Manager. Da kann man mal bestrafenden Blickes auf den Stefan gucken. Da weiß ich, wie wir es nachher migrieren, aber bin ein braves Tuk-Tuk und deaktiviere mal das zugehörige Plugin, das sonst beim Update knallen könnte. So, dann gucken wir mal, was noch übrig ist. Genau, der Rest ist in diesem Fall unproblematisch. Das Akiba-Backup wird ja noch aktualisiert. Das muss man recherchieren. Bei den Sachen muss ich es jetzt nicht recherchieren. Wir haben doch eine Handvoll Erwartungen in der jüngeren Vergangenheit gemacht. Deswegen weiß ich es da einfach. Deswegen weiß ich auch, dass die Meldung, die hier steht, dass das Update bei Akiba Backup beim Paket erforderlich ist, dass das an dieser Stelle nicht stimmt. Das ist der eben von Stefan erwähnte Weg. Erst Migration machen, dann in der neuen Version Akiba 9 installieren, migrieren, also die Datensettings von Akiba migrieren und dann das alte löschen. So, dann machen wir noch die letzten. Ja, bitte. Ja, die sind auch von Akiba. Das kommt drauf an. Es gibt zum Beispiel von dem FOF gibt es ein 4-3 mit 0, mit O, Lowercase, Uppercase, also in den verschiedensten Varianten. Und beim Magic Eraser, wenn ich ihn richtig verstanden habe, löscht er alles das, wo er mit Sicherheit sagen kann, dass es nicht verwendet wird. Und bei dem FOV4 kann es in dieser Geschichte tatsächlich sein, dass eine Erweiterung, dass die Formulararweiterung, dass sie das nutzt. Also der Eraser nimmt da zumindest rudimentär Rücksicht drauf. Nein. So, die letzten Schritte, bevor es losgeht. Ich
kontrolliere, dass der Debug-Mode aus ist. Ich setze die Fehlerberichten auf Maximum. Error Reporting ist auf der Maschine an. Genau, hier ist die PHP-Version jetzt schon so neu, dass er schon Fehler werfen würde. Das ist PHP 8.1, aber mit extrem redebedürftigen Error Reporting. Also wir geben so ziemlich alles raus, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. In diesem Fall überlege ich jetzt gerade, lass das mal eins runterstellen. Das Problem ist, oder dieser Entpackprozess, der da nachher passiert so, dass im Hintergrund das ZIP Schritt für Schritt ausgepackt wird. Und bei diesem Auspackprozess gibt es immer eine kleine Antwort an den Browser vorne, wie weit man gerade ist. Und das Problem ist, wenn man zum Beispiel so eine Joomla 3-Seite jetzt schon auf PHP 8.2 oder wie hier 8.1 laufen hat, und das sind diese Art von Deprecation Notices. Deprecation bedeutet, funktioniert noch einwandfrei, soll sich in der Zukunft aber darum kümmern. Dann kann es sein, dass beim Entpacken dieser Zwischenstand, der an den Browser gehen würde, dass der durch so eine Fehlermeldung entstellt wird. Dann kommt erst die Fehlermeldung, dann der eigentliche Stand, dann kann der Browser damit nichts mehr anfangen. Deswegen solltet ihr tatsächlich ein Auge haben, wenn es jetzt wie hier eine Fehlermeldung gibt, dass ihr aus dem Maximum vielleicht mal entweder genauso schlecht, wir machen mal einfach. Weil die Gefahr ist, dass sonst beim Entpacken euch diese Meldungen dazwischen grätschen und dann denkt der Browser, es lässt sich nicht gescheit entpacken. Muss man im Einzelfall leider tatsächlich drauf schauen. So, und dann gehen wir auf Live-Update. Ich lasse das Backup jetzt mal weg. No risk, no fun. Letzter Check. Oh Gott, ich hoffe, das funktioniert. Ich schwöre, ich habe das nicht ausprobiert. Entweder wir haben jetzt ein gelungenes Beispiel, wie einfach die Migration ist, oder wir haben gleich ein Beispiel, wie man Migrationsfehler behebt. Wir können nur gewinnen in diesem Fall. Ja, ich bin ja auch fast durch. Aber es dauert schon mal verdächtig lange. Das ist diese Gedenksekunde, von der ich eben gesprochen habe. Cool. So, genau, das Frontend läuft. Ja, ich weiß auch, wo es nicht läuft. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann geht es bestimmt kaputt. So ist es. Aber kann ich gleich zeigen. Jetzt kommt so ein bisschen die Nacharbeiten. Nacharbeiten bedeutet zum Ersten, das seht ihr, wir haben so einen deutsch-englischen Mix hier, ich weiß. Das hängt damit zusammen, dass das deutsche Sprachpaket jetzt aktualisiert werden muss. Stefan, ich weiß nicht, ob ich es bin oder ob das an anderen Menschen liegt. Wenn ich jetzt hier versuche, das deutsche Sprachpaket nachzuinstallieren, findet er es manchmal, aber nicht immer. Ne? Das liegt an mir. Okay, gut. Ja, genau. Falls ihr dieses Problem habt, der Workaround dafür, der bei mir gut funktioniert, System, Mikro benutzen. Also das, was ich nachstellen konnte, das kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Dreier-Version dein Sprachpaket läuft. Scheinbar gab es in einer Zeit vor mir ein Übersetzungsteam, was darauf nicht geachtet hat, irgendeine 3.6er-Version sagt, die wäre die aktuellste, ist sie aber nicht. Und dann tritt dieses Problem auf, dass das nicht gefunden wird. Ja, und, genau. Und der Workaround dafür, ja. System, Sprachen installieren, genau. Und dann einmal beim deutschen Sprachpaket auf Neuinstallation klicken, dann wird das einmal überschrieben und läuft wieder. Ihr habt gerade gesehen, das Frontend ist gehimmelt. Und das ist tatsächlich auch das Thema, wenn ihr insbesondere Custom-Templates habt, wo am meisten was kaputt geht. Das ist das Thema Overrides. Also wenn ihr in Joomla 3 eine Core-Ausgabe, wie wir hier zum Beispiel die Ausgabe vom Kategorieblock, mit einer eigenen Variante überschrieben habt, dann findet ihr hier jetzt eine Kopie des Codes von Joomla 3, der für die Ausgabe verwendet worden ist, der unter Joomla 4 in der Regel zumindest nicht 1:1 lauffähig ist. Da gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, genau so lange mit dem Stock reinpieksen, bis es gerade wieder läuft, also sich an den Fehlermeldungen entlanghangeln. Das ist eine Variante, von der ich tendenziell eher abraten würde, weil man sich dadurch zum Beispiel um Features beschneidet, die in dem Override für Joomla 4 inzwischen drin sind. Deswegen ist die Empfehlung eher, diesen Override für Joomla 4 dann einfach nochmal nachzubauen.
Das klingt jetzt so trivial, ist mir bewusst, aber hey, ne, das ist lösbar. Der Kunde ist sowieso. Wenn ihr Probleme habt, also das, was da gerade passiert, ist genau nicht passiert, sondern beim Drücken auf Update kommt eine Fehlermeldung und alles ist tot. Erstens, bitte nicht einfach neu laden. Die Fehlermeldung, die ihr in diesem Moment seht, seht ihr dort nur einmal. Und in dieser Fehlermeldung steht in aller Regel drin, was die Ursache für dieses Problem ist. Das heißt, dann neu laden, danach im Forum einen Beitrag aufmachen, wo drin steht, ich hatte da so einen Fehler, ist schwierig für die Lösungsfindung. Macht einen Screenshot davon, kopiert euch die Meldung. Das zweite ist, dass ihr im Logs-Ordner von Joomla eine Datei namens joomla-update.php finden werdet, wo Joomla im Hintergrund dieses Update-Prozesses mitgeschrieben hat, was alles ausgeführt worden ist. Dort kriegt man auch nochmal Informationen, was genau schiefgegangen ist. Und mit diesen beiden Infos, Fehlermeldung plus Update-Log, hat man in der Regel die Möglichkeit, das einzugrenzen, welche Drittextension das Problem verursacht hat. Und dann ist der Prozess relativ einfach. Backup wiederherstellen, diese Erweiterung auch noch deaktivieren oder rausschmeißen und das Gleiche nochmal von vorn. Und toi, 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 dann läuft das ganz ordentlich durch. Eine Besonderheit, die auch damit eng verbunden ist, wenn ihr in ein solches Problem lauft, kommt bitte nicht auf die Idee, diese Instanz irgendwie manuell zusammenfrickeln zu wollen. Halb durchgelaufene Update-Prozesse und das Rumfrickeln danach sind der direkte Weg in den Abgrund. Das sind produziert Seitenkonstellationen, die sich danach wirklich schräg verhalten. Macht das bitte nicht und vor allen Dingen versucht nicht, dann quasi alten Joomla 3 Code mit schon migrierter Datenbank nochmal zu migrieren. Das hatten wir jetzt ein paar Mal, dass Kunden selber mal versucht haben, das Update durchlaufen zu lassen, über einen Hoster kurz die Dateien wiederherstellen haben lassen. Dann gesagt, ja, können Sie mir das mal migrieren? Dann läuft das nämlich mit Anlauf bei der nächsten Migration in Fehler, weil dann schon Datenbankänderungen, die bei der Migration erst versucht werden, schon durchgelaufen sind. Ich bin da ein gebranntes Kind. Mit Blick auf die Uhr, sprecht mich draußen an, wenn es noch Fragen gibt. Was ich nur noch loswerden möchte an dieser Stelle, neben meinem Namen und dem Umstand, dass es jetzt X und nicht mehr Twitter ist, habt keine Angst davor. Also das sind lösbare Probleme. Je komplexer die Seite, desto komplexer das Problemfeld. Das ist mir schon grundsätzlich bewusst. Aber insbesondere kleinere Seiten lassen sich in der Regel mit 1 bis 2 Stunden Aufwand relativ problemlos migrieren. Habt Mut, tastet euch daran, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das sind wirklich lösbare Thematiken. Und mit Joomla 5 wird sowieso alles besser. Dankeschön.